das Heiligenbild, was Sie mitgebracht haben, hat Ihr Großvater aus Kaliningrad, ehemals Königsberg, mitgebracht. Korrekt. Es war vor ungefähr 10 Jahren, als Dankeschön für die humanitäre Hilfe, die er da geleistet hat, hat er das schöne Stück Geschenk gekriegt. Ja, und uns würde mal interessieren, was sehen wir da überhaupt? Und natürlich auch, was uns sehr interessieren würde, was ist es denn überhaupt wert? Mhm. Ja. Ja, also es gibt ein paar Fragen zu klären. Das Erste, was mir auffällt, ist, dass die so sehr groß ist. Wahrscheinlich ist es ein Stück aus einer Kirche. Dadurch erklärt sich schon die Größe, eine sogenannte Patronatsikone. Denn hier sind ja 3 Heilige dargestellt. Und wenn wir uns die Inschriften unten anschauen, wissen wir auch, wer das ist. Wer ist es denn? Es ist einmal links der heilige Kosmas. Der wird häufig zusammen mit seinem Zwillingsbruder Damian dargestellt. Einer der großen Anagyroi, der Ärzte, die kein Geld nehmen. Daher kommt der Begriff aus dem Altgriechischen. Man sieht ihn hier mit seinem Medizinkasten. Daneben ist die heilige Alexandra. Die ist dargestellt als Märtyrerin mit ihrem Märtyrerkreuz. Und außen rechts ist es die Anna. Die hat eine Schriftrolle in der Hand. Denn die ist dem Neuen Testament zuzuordnen. Und im oberen Teil, auf einer Wolkenbank, thronend Christus neben Gott Vater, flankiert von 2 Engeln. Und oben noch so im Stil von 2 Putti. Im byzantinischen Raum waren das Seraphim, also körperlose Engel, sozusagen die Engel der höchsten Ordnung, die dann zum Himmelreich überleiten. Warum jetzt gerade die Auswahl dieser Heiligen? Ja, wie das bei Patronatsikonen üblich war, hat also ein Stifter, vielleicht hieß er Kosmas, gesagt, ich möchte auf dieser Tafel die Heiligen meiner Familie sehen und hat die dann möglicherweise auch in einer Kirche aufgehängt. Das würde auch zu der Zeit passen. Das ist ein spätes Stück, Anfang 20. Jahrhundert. Mhm. Und wenn Sie sagen Kaliningrad, das passt, weil das ist ja sozusagen das westliche Russland. Hier geht es also schon auch stilistisch nach Westen, in den katholischen Bereich. Und da kann man sich auch gut vorstellen, dass auch in den Kirchen, so wie wir das im Westen kennen, die Familien dann schon ihre eigenen Sektionen oder möglicherweise Altäre hatten. Und da kann man sich so ein Stück denken. Das fällt vor allem auf durch die Andersartigkeit der Farben. Die meisten Ikonen, die wir haben, sind ja sehr viel in Dunkelrot gehalten. Und die Farbtöne sind hier ganz anders, ne? Viel Grün, viel Blau, dann diese Pastellfarben hier mit den Blumen. Sehr ungewöhnlich. Ist das eher was typisch Westliches dann, die Farbigkeit, oder was typisch 20. Jahrhundert? Also es hat fast mehr mit dem Westen zu tun als mit dem Osten. Und den byzantinischen Wurzeln der Ikonen. Das fängt schon an mit der Technik. Hier haben wir Ölmalerei vor uns, also eine deckende Malerei. Das heißt, der Künstler hat hier schon fast, hier wird es schon fast impressionistisch, wo er also mit, man sieht auch den Pinselstrich, etwas, was bei Ikonen auch ungewöhnlich ist. Und das ist relativ locker in einer Malschicht aufgelegt. Auch das Ornament ist untypisch. Diese Blumen erinnern schon so ein bisschen an Jugendstil. Wie Sie sagen, normalerweise eher Rottöne, Goldtöne. Hier ist es blau, grün, also etwas ganz eher von Landschaftsmalerei schon inspirierte Art der Darstellung. Wie viele Heilige gibt es überhaupt in der orthodoxen Kirche? Da hat man ja eine große Auswahl wahrscheinlich. Wie groß ist die? Ja, je nach Zählung bis hin zu 16.000. Das ist natürlich damit im Zusammenhang zu sehen, dass es kein Rom gibt, der sozusagen die zentrale Verwaltung der Heiligen, sondern es ist ja, die Orthodoxie ist eine dezentrale Religion. Und da geht das natürlich bis hin zu heiligen Äbten von Klöstern und so weiter. Aber das sind natürlich hier schon sehr prominente Heilige, die hier dargestellt sind. Und soll das Stück dann auch in Erinnerung an den Großvater bei Ihnen bleiben? Oder? Ja, ich denke schon. Also ist ja sehr, sehr hübsch, finde ich. Und also wir wollen es jetzt eigentlich nicht verkaufen. Der Wert ist jetzt auch nicht so ganz überragend, muss man sagen. Ja, faktisch hat es einen Wert von 200 bis 300 € in etwa. Ja, man müsste es dann sicher auch restaurieren, aber tun Sie es bloß nicht. Es ist sehr schön, dass es im originalen Zustand so ist. Und das ist im Übrigen auch eine schöne Geschichte, weil schöner beschenkt werden kann man in Russland nicht als durch eine Ikone. Also die Leute müssen ihrem Großvater wirklich sehr zu Dank verpflichtet gewesen sein oder sich gefühlt haben. Von daher eine wunderbare Geschichte.
Alles klar, vielen Dank.